Staatskanzlei anlässlich des Polizeieinsatzes, das aber auch bei den anderen Ländern und beim Bund, den Spezialeinheiten, den Ermittlern, denen du im Bereich der Fahndung tätig gewesen sind. Mein Dank richtet sich aber auch an die Menschen, insbesondere in Sachsen. Dabei hat das Social Media Team zusammen mit dem Pressesprecher des LKA eine wichtige, ich möchte sagen, eine großartige Arbeit geleistet. Twitter und Co. sind aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken. Die sozialen Netzwerke spielen eine immer größere Rolle. Und wie mir berichtet worden ist, ist der übergroße Teil der Tweets von Anteilnahme, Besonnenheit und Klugheit geprägt gewesen. Die übrigen, sagen wir 20 oder 10%, das muss man klar konstatieren, waren rassistische Hassparolen und auch sinnlose Anmerkungen. Menschen, die in einer solchen Einsatzlage die Situation für ihre Zwecke missbrauchen und miese Stimmung gegen Asylbewerber und Flüchtlinge verbreiten, denen erteilen wir eine ganz klare Absage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wissen wir bislang von den zwei wichtigsten Verdächtigen? Jabbar al-Bakr, der Hauptverdächtige, festgenommen in Leipzig am 10. Oktober, derzeit läuft die Haftrichtervorführung am Amtsgericht in Dresden. Er ist 22 Jahre alt, er wurde am 19. Februar 2015 in der Erstaufnahmeeinrichtung München registriert und einen Tag später nach Sachsen in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Chemnitz gebracht. Im Februar 2015 stellte er beim BAMF in Chemnitz einen Asylantrag, den wurde dann am 9. Juni 2015 stattgegeben, hat also eine befristete Anerkennung auf 3 Jahre. Während des Aufenthalts in der Ehe Chemnitz war er im Wohnhotel Kappel untergebracht. Am 10.03.2016 wurde er dem Landkreis Nordsachsen zugewiesen, war zuletzt wohnhaft in Eilenburg. Bisher waren von ihm keine besonderen Auffälligkeiten bekannt. Der zweite Mittatverdächtige, Khalil A., er wurde festgenommen am 8. Oktober in Chemnitz am Hauptbahnhof. Er sitzt in Untersuchungshaft, ist 33 Jahre. Die Ersteinreise in das Bundesgebiet erfolgte am 25. November 2015. Die Unterbringung erfolgte in Nordrhein-Westfalen. Er hat seinen Asylantrag am 18. Dezember 2015 beim BAMF in Bad Berleburg gestellt. Am 5. März 2016 wurde A als Flüchtling anerkannt. Es folgten am 29. März eine Aufenthaltserlaubnis durch die Kreisverwaltung Viersen. Der Umzug von Viersen nach Chemnitz erfolgte am 12. Juli 2016. Das sind die ersten Details. Weitere Einzelheiten werden natürlich die derzeit laufenden Untersuchungen der Bundesanwaltschaft zutage fördern. Wie Herr Meiner als Pressesprecher schon gesagt hat, hat der Generalbundesanwalt das Verfahren an sich gezogen und leitet damit nun die Ermittlungen. In welchem Zusammenhang die Tatverdächtigen gegebenenfalls mit dem IS, dem Islamischen Staat, stehen, wird Herr Dr. Michaelis gleich noch mal kurz ausführen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wochenende und die Aktivitäten haben gezeigt, dass wir im Zusammenspiel und im schnellen Informationsaustausch der Behörden untereinander die Sicherheit der Menschen in unserem Lande gewährleisten können. Und das ist doch der ganz klare Anspruch an die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern für die Zukunft. Zu den Einzelheiten des Einsatzes am Wochenende und dem aktuellen Stand würde ich jetzt das Wort an Herrn Dr. Michaelis, den Präsidenten des Landeskriminalamtes, übergeben. Ja, meine Damen und Herren, ein sehr intensives, besonderes, arbeitsreiches Wochenende liegt hinter uns, das uns alle in Atem gehalten hat. Und mit der Festnahme heute ist uns, ich glaube, das spreche ich für uns alle, auch ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Die Ausgangshinweise zu diesem Sachverhalt stammen aus dem nachrichtendienstlichen Erkenntnisaufkommen des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Die Federführung und Koordination oblag in dem Fall dem BfV. Unterstützt haben der Bundesnachrichtendienst, das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen sowie die Verfassungsschutzbehörden der Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Nach vagen Ersthinweisen ab Mitte September gelang es, diese in den letzten Tagen durch umfangreiche nachrichtendienstliche Maßnahmen zu verdichten und schließlich der Polizei zu übermitteln. Bei der Lagebewältigung hat sich das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum als gemeinsame Einrichtung der Polizei und Verfassungsschutzbehörden als Institution hervorragend bewährt. Im Rahmen des gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums erfolgte am Freitag die Übermittlung der vorliegenden Informationen an die Polizei. Diese Kurzfristigkeit zeigt auch sehr eindrucksvoll die Dynamik der Lageentwicklung. Vorgehensweise und Verhalten des Verdächtigen sprechen derzeit für einen IS-Kontext. Die an uns, damit meine ich das Landeskriminalamt, übermittelten Informationen besagten, dass in Auswertung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse der in Chemnitz aufhältige Jabir al-Bakr aktuell ein Sprengstoffattentat vorbereitet. Die Staatsanwaltschaft Dresden wurde unmittelbar eingebunden. Nach diesen Informationen hatte al-Bakr im Internet Recherchen zur Herstellung von Sprengsätzen durchgeführt und sich entsprechende Grundstoffe beschafft. Es musste davon ausgegangen werden, dass der Sprengsatz möglicherweise in Form einer Sprengstoffweste kurz vor der Fertigstellung steht oder sogar bereits einsatzbereit ist. Mit dem Ziel, den al-Bakr festzunehmen und damit einen Anschlag zu verhindern, hat das Landeskriminalamt sofort eine besondere Aufbauorganisation eingerichtet, einen Führungsstab aufgerufen und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Dazu wurde das uns übermittelte Wohngebäude Straße Ustinat Labem 97 in Chemnitz, das ist ein größeres Mehrfamilienhaus, in dem sich der Tatverdächtige aufgrund von Hinweisen der Nachrichtendienste aufhalten sollte, noch Freitagabend beginnend von der sächsischen Polizei observiert. Was ganz wichtig ist, wir wussten nicht, in welcher Wohnung sich der Tatverdächtige tatsächlich aufhielt. Es gab auch mehrere arabisch klingende Namen in diesem Mehrfamilienhaus. Daher waren umfangreiche Aufklärungsmaßnahmen notwendig. Eine Wohnung hat sich dann im Zuge dieser Aufklärungsmaßnahmen herauskristallisiert. Deshalb wurde durch zwischenzeitlich vor Ort befindliche Einsatzkräfte des SEK Sachsen ein Zugriff auf diese Wohnung vorbereitet. Letztlich mussten wir diesen Zugriff aber abbrechen, da wir trotz intensivster Aufklärungsbemühungen nicht zweifelsfrei klären konnten, ob sich al-Bakr tatsächlich in dieser Wohnung befindet. Immer noch war nicht sicher, dass er sich nicht auch in einer anderen Wohnung aufhält. Wenn er polizeiliche Maßnahmen bemerkt hätte, bestand die Gefahr, dass er mit der Umsetzung des Sprengsatzes mit unkalkulierbarem Risiko reagieren würde. Insoweit bestand für uns eine Abwägung des Risikos. Eine Evakuierung war genau aus diesen Gründen, den Polizeieinsatz offenzulegen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchzuführen. Der Evakuierungslärm hätte bemerkt werden können. Deshalb wurde entschieden, eine Zugriffsvariante außerhalb des Gebäudes, beispielsweise wenn der Tatverdächtige diese verlassen hätte, durchzuführen. Noch während diese Zugriffsmaßnahme außerhalb vorbereitet wurde, verließ am Samstag kurz nach 7 Uhr eine männliche Person das Haus. Das wurde von Observationskräften aus einiger Entfernung bemerkt. Auch ganz wichtig, da nicht sicher war, ob es sich bei der Person um den al-Bakr handelt, wurde er aus einiger Entfernung von Einsatzbeamten aufgefordert, stehen zu bleiben.
Die Person ergriff daraufhin die Flucht. Mittels Warnschuss wurde versucht, das Stehenbleiben zu erreichen. Der Flüchtende reagierte nicht. Eine Schussabgabe auf ihn war nicht möglich und viel zu riskant, da sich unbeteiligte Personen in Schussrichtung befanden. Die unmittelbare Verfolgung des Flüchtenden scheiterte. Hier ein Hinweis: Die Einsatzbeamten trugen immer noch einsatzbedingt ihre schwere Schutzausrüstung mit einem Gewicht über 30 Kilogramm. Weiträumige Fahndungsmaßnahmen im Wohngebiet sind sofort durchgeführt worden, auch mit Unterstützung der Kollegen der Polizeidirektion Chemnitz. Beamte des Spezialeinsatzkommandos blieben am Objekt, da nicht sicher war, ob es sich bei den Flüchtenden tatsächlich um den Alpaka gehandelt hat. Als die sogenannte Tatortbereichsfahndung nicht zum Erfolg führte und zwischenzeitlich eine unbekannte männliche Person das Haus betreten hatte, was die Observationskräfte festgestellt haben, wurden die Kräfte wieder am Objekt konzentriert und eine Durchsuchung des gesamten Gebäudes vorbereitet. Das Tageslicht war angebrochen. Die polizeilichen Maßnahmen um das Haus herum waren zwischenzeitlich sichtbar. Das war auch für den Tatverdächtigen möglich. Daher musste die Entscheidung getroffen werden, die vermutete Tatwohnung schnellstmöglich zu durchsuchen. Der Tatverdächtige sollte ergriffen werden. Die bislang verdeckt und etwas abgesetzt geführten Maßnahmen wurden nunmehr offen durchgeführt. Es erfolgte eine Evakuierung der Bewohner der unmittelbar angrenzenden Wohnungen. Anschließend wurde die Täterwohnung durch SEK-Kräfte gestürmt. Die Zugangssprengung hierzu war genau kalkuliert. Wir führen deswegen Zugangssprengungen durch, um möglichst schnell in ein Objekt oder in eine Wohnung zu gelangen. Alpaka befand sich nicht in der Wohnung. Im Weiteren wurde das gesamte Gebäude schrittweise evakuiert und durchsucht. Der Tatverdächtige wurde nicht festgestellt. In der Täterwohnung haben wir neben Metallteilen wie Muttern, zwei Zünder, mehrere hundert Gramm sprengstoffverdächtige Substanzen gefunden. Darunter auch solche in kristalliner Form. Die vor Ort befindlichen Spezialisten des Landeskriminalamtes schlussfolgerten, dass es sich hierbei um TATP handeln könnte, also Triacetontriperoxid. Diese Art würde dem verwendeten Sprengstoff bei den Attentaten von Paris und Brüssel entsprechen. Der Sprengstoff ist äußerst sensibel, hochexplosiv und instabil. Für Zwecke der Beweissicherung im Strafverfahren wurde selbstverständlich eine geringe Menge entnommen. Den Großteil der Substanz haben Spezialisten vor dem Gebäude kontrolliert entsorgt. Nach Alpaka wurde bundes- und europaweit gefahndet. Darüber hinaus liefen sowohl Zielfahndungsmaßnahmen des LKA Sachsen an und natürlich auch die in solchen Fällen erforderliche Öffentlichkeitsfahndung, auch in Englisch und in Arabisch. In den frühen Morgenstunden, heute Morgen, bekam die Polizei den Hinweis, dass Landsleute des Tatverdächtigen aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung diesen erkannt hätten und dass sie diesen in einer Wohnung im Leipziger Nordosten festhalten. Die Kollegen der Leipziger Polizei begaben sich vor Ort. Sie konnten letztlich bereits vor dem Eintreffen des angeforderten Spezialeinsatzkommandos zugreifen, da die Landsleute die Person bereits überwältigt und gefesselt hatten. Jetzt ein ausdrücklicher Hinweis an die Medienvertreter. Es besteht derzeit ein ausdrückliches Interesse, die Hinweisgeber nicht in Gefahr zu bringen. Kriminaltechnische Untersuchungen vor Ort dauern noch an. Bei dem schon in Haft befindlichen mutmaßlichen Mittäter handelt es sich um den Mieter der Wohnung Straße Ustinaglarin 97 in Chemnitz, in der der Sprengstoff aufgefunden wurde.
Zwei weitere Personen wurden nach zeugenschaftlicher Vernehmung entlassen, da ihnen nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte. Während der Fahndung wurden weitere Kontakte der beiden Inhaftierten bekannt und geprüft. Eine Verdachtsrichtung ergab sich zu einer Wohnung im York-Gebiet in Chemnitz. Es handelt sich um die Wohnung in der Clausewitzstraße. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Familie wird in dem erforderlichen Umfang betreut. Etwas noch zur Kräftesituation. In dem Landeskriminalamt eingerichteten BAO arbeiten seit Freitag rund um die Uhr fast 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierin sind auch Kräfte der Polizeidirektionen Chemnitz und Leipzig sowie der Bereitschaftspolizei eingebunden. Zudem wird die sächsische Polizei durch Kollegen des Bundeskriminalamtes, der bayerischen, der brandenburgischen, der thüringischen und der Berliner Polizei sowie der Bundespolizei unterstützt. Verbindungsbeamte des Bundeskriminalamtes und der Berliner Polizei waren ständig im Führungsstab anwesend. Zudem findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz auf Bundes- und vor allem auf Landesebene statt. So war ein Verbindungsbeamter des LfV ebenfalls von Anfang an in den Führungsstab integriert. Wir haben jetzt einen riesigen Berg an Ermittlungen vor uns. Wir werden mit dem BKA gemeinsam eine Ermittlungsgruppe einrichten. Ich möchte mich an der Stelle auch bei allen Beteiligten, insbesondere den eingesetzten Polizeibeamten meines Hauses, der unterstützenden Kräfte, bei allen Helfern und Bürgern bedanken, die Hinweise gegeben haben. Besonders lobenswert möchte ich erwähnen die Geduld der Evakuierten. Auch bei denen möchte ich mich bedanken, dass sie Verständnis geäußert haben und die Evakuierung vorbildlich durchgeführt haben. Wir werden die eingetretenen Schäden schnellstmöglich mit den Betroffenen regulieren. Dazu ist auch ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes jetzt ständig vor Ort, um in Kontakt mit den Mietern die Schäden aufzunehmen und eine Regulierung anzubieten. Vielen Dank. Vielen Dank an dieser Stelle an Dr. Jörg Michaelis. Meine Damen und Herren, jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Da Sie jetzt nicht alle kennen, bitte ich ganz kurz Ihren Namen zu sagen und das Medium, für das Sie unterwegs sind. Herr Sabo. Sabo, Radio Dresden. Eine kurze Frage an den Herrn Ulbich und vielleicht anschließend an Herrn Michaelis. Sie haben vielen Leuten gedankt. Müsste man auch den beiden Syrern aus Leipzig vor allem danken, die den Mann festgehalten haben? Und anschließend daran könnten Sie noch mal was zu den Umständen sagen, wie die den erkannt haben, ob die den erst gefesselt haben und dann die Polizei gerufen haben oder ob die Polizei da auch Hinweise gegeben hat? Die zwei Fragen vielleicht. Herr Sabo, also ich habe in meinen Worten ausdrücklich allen gedankt, die zur Ergreifung des Täters beigetragen haben. Das sind natürlich diejenigen, die unmittelbar beteiligt gewesen sind, ganz klar eingeschlossen. Und die Umstände, wie die beiden? Die Umstände, wie Sie ihn erkannt haben, ist Gegenstand natürlich des Ermittlungsverfahrens. Und hier gibt es, da bitte ich um Verständnis, einen Vorbehalt des Generalbundesanwaltes, dass ich dazu noch nichts sage, weil die werden zeugenschaftlich vernommen und Erkenntnisse aus den Zeugenvernehmungen, die gebe ich, kann ich hier nicht preisgeben. Nächste Frage kommt von Martin Fischer, BGA. Sie sagten, dass zum Zeitpunkt des Zugriffs am Samstagmorgen nicht klar war, ob der Al-Bakka tatsächlich derjenige war, der da das Gebäude verlassen hat. Ist das jetzt geklärt? Und weiß man, wie er nach Leipzig gekommen ist? Nein, das sind jetzt alles Ermittlungen. Er wird gerade dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das ist die erste Vernehmung. Ich weiß nicht, ob er sich äußert oder nicht. Ich bin jetzt hier bei Ihnen und nicht beim Ermittlungsrichter. Und anschließend wird er natürlich vernommen, sofern er sich äußert. Und das sind Dinge, die wir natürlich durch unsere Ermittlung klären müssen. Auch war er die Person, die das Haus verlassen hat. Das ist ganz wichtig. Es steht nicht fest. Es wurden ja aber Fotos veröffentlicht, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Tag des Einsatzes, die Fotos hatten wir von den Nachrichtendiensten. Die sind nicht in der Nacht oder durch Kräfte der Polizei gefertigt worden. Michael Marsch. Ja, danke. Herr Michael, waren Sie denn, oder sagen wir mal so, ohne die beiden Führer säßen Sie vielleicht nicht so erleichtert heute
Fangen wir vielleicht mit dem letzten an, das sind Erkenntnisse der Bundesbehörden. Wir haben überall gefahndet, wir haben eine Fülle von Hinweisen bekommen. Das war natürlich jetzt ein ganz, ganz werthaltiger Hinweis. Alle anderen Hinweise sind eben priorisiert und sukzessive abgearbeitet worden. Aber bei dem Hinweis, dass wir in den Al-Baqa in einer Wohnung vorfinden würden, haben wir natürlich sofort unverzüglich reagiert. Ja, und die Fahrt in Richtung Leipzig, war die irgendwo schon? Wir haben überall gefahren. Wir haben überall gefahren. Überall war Verklagen von Lupesa. Mich würde interessieren, warum das Landeskriminalamt mit der Geschichte beauftragt wurde. Das wäre ja, wenn das von Bundesseite kam, wäre ja klassischerweise eigentlich, wie wir es auch schon erlebt haben in Sachsen, ein GSG-9-Einsatz nach meinem Verständnis da angebracht oder, ich weiß nicht, ob angebracht, aber normalerweise wäre das Vorgehen gewesen, GSG-9 da zu schicken bei der Lage. Warum LKA? Weil wir die einsatzführende Dienststelle waren. Die Hinweise, ich kann ja dann schlecht, wenn ich die Hinweise bekomme, schlecht sagen, dass sollen sich irgendwelche Bundesbehörden darum kümmern. Wir hatten die Informationen, mussten unverzüglich handeln. Und das haben wir getan. Wir haben die Ermittlungen aufgenommen, haben die Staatsanwaltschaft Dresden eingebunden, die hat sofort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und das Bundeskriminalamt wird sich jetzt bei den weiteren Ermittlungen beteiligen. Ich werde morgen ohnehin mit Herrn Münch zusammentreffen, da werden wir die Einzelheiten dieser gemeinsamen Ermittlungsgruppe besprechen. Die Frage war auch nicht, warum Sie es nicht zurückgegeben haben an die Bundesbehörde, sondern warum ist die Bundesbehörde nicht gleich auf die GSG 9 zugegangen, bevor... Warum eine Bundesbehörde nicht auf die GSG 9 nicht auf die GSG 9 zugeht, müssen Sie die Bundesbehörde fragen. Aber Herr Lange, vielleicht nochmal aus meiner Sicht, so wie es Herr Dr. Michaelis gerade geschildert hat, die Entwicklung ist so gewesen, wie er sie dargestellt hat. Und zu dem Zeitpunkt gab es für den Generalbundesanwalt keinen Grund, das Verfahren zu übernehmen. Er hat jetzt übernommen, nachdem die Wohnung durchsucht worden ist, nachdem klar war, in welcher Dimension dort noch Sprengstoff gelagert war, war sofort ein Fall für den Generalbundesanwalt. Und vor dem Hintergrund ist eine klassische Abgrenzung und damit auch eine Zuständigkeit der sächsischen Behörden gegeben gewesen. So, da kommt eine Frage von Andreas Sauer. Genau. Vielleicht nicht zu sehr ins Detail in die Einsatztaktik, aber allgemein, Sie hatten vorhin geschildert, die Beamten vor Ort waren in schwerer Ausrüstung, Vollmontur, vermute ich mal. Können Sie schildern, waren dann quasi nur diese Spezialkräfte vor Ort und dementsprechende Verfolgung ist tatsächlich nicht möglich? War die Gefährdung der Bevölkerung in diesem unmittelbaren Bereich waren Spezialkräfte des Spezialeinsatzkommandos vor Ort mit schwerer Schutzausrüstung. Ich habe ja gesagt, es wurde gerade übergegangen in eine andere Zugriffsvariante. Der gesamte Einsatz wurde verdeckt geführt, andere Kräfte befanden sich abgesetzt in größerer Entfernung. Da habe ich noch ein Handzeichen gesehen von Karin Schlottmann, ich weiß nicht, ob das noch gilt, ja, Sächsische Zeitung. Eine Frage nochmal zu dem Hauptverdächtigen. Der hat sich jahrelang eingereicht, aber ist er mit seinem rechten Pass eingereicht oder seinem rechten Papier? Frau Schlottmann, da muss ich Sie im Moment auf die laufenden Ermittlungen vertrösten. Ich kann Ihnen über das, was ich gesagt habe, derzeit nicht mehr sagen. Nicht, weil ich Ihnen nicht mehr sagen will, sondern weil es Gegenstand der Ermittlungen ist. Welcher Pass sozusagen zugrunde gelegen hat und so weiter, wird derzeit gerade geprüft. Das ist ein wesentlicher Baustein der Ermittlung, natürlich. Wie viele Wohnungen sind zurzeit jetzt noch, sozusagen, wie viele Menschen in Chemnitz wohnen jetzt noch bei Verwandten? Kann ich Ihnen jetzt auswendig nicht sagen, was ich dazu habe? Circa 80. Dann hat sich der Kollege gemeldet schon. Bitte. Ja, Oliver Hachfeldklasse, Chemnitz. Mich würde interessieren, welche Indizien dafür sprechen, dass der Mieter des Hauses, der Wohnung in der Straße Usinger Graben 97, dass es sich da um Mittäter handelt, außer abgesehen von dem Fakt, dass da der Sprengstoff gefunden wurde. Gibt es da weitere Hinweise? Das ist Gegenstand der Ermittlungen. Sie können davon ausgehen, wenn der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl erlassen hat, dass wir dringend einen Tatverdacht haben. Das ist eine Voraussetzung. Ja, sicher. Herr Brandner, Deutschland. Ja, das haben wir vorher schon eine Frage.
auch Gegenstand der Ermittlungen. Also wir müssen die Persona Kammer aufklären, wir müssen die Wege der Beschuldigten aufklären, aber das ist jetzt viel Ermittlungsarbeit, die vor uns steht, und da kann ich mich nicht äußern. Zunächst mal dem Kollegen das Wort geben, Mitteldeutschen Rundfunk. Ach, ja. Eine Frage zu dem Sprengstoff. Haben Sie in der Wohnung welche Themen gefunden zum Bombenbau? Und in welcher Form haben Sie den Sprengstoff vorgefunden? Lag der also auf dem Tisch rum? Oder auch das ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens. Es gab Behältnisse, in der er sich befunden hat, aber in welcher Form, das würde ich, kann ich hier nicht beantworten. Das Gegenstand der Ermittlungsverfahren. Da war dann in der Wohnung dazu oder dabei? Wir sind jetzt dabei, alle Asservate zu sichten, und das gehört auch zum Ermittlungsverfahren. Also ich bitte auch noch mal um Verständnis, dass wir sozusagen in alle Details preisgeben können, insbesondere auch deswegen, weil die Absprachen mit dem Generalbundesanwalt natürlich gelaufen sind. In der Sache Martin Fischer. Meine Frage geht auch nochmal so ein bisschen in die Richtung vom Kollegen Verlange. Der Haftbefehl wurde beim Amtsgericht ja auch beantragt. Der Tatvorwurf lautet, glaube ich, Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat. Ist der Amtsrichter da die richtige Stufe? Das ist vom Gesetz deswegen so vorgesehen. Deswegen frage ich, deswegen, weil mich auch so ein bisschen wundert, dass der Generalbundesanwalt bei dem Tatvorwurf, offenbar hat es ja eine wochenlange Beobachtung gegeben, so spät einsteigt, ist die Gefährlichkeit des Täters vielleicht falsch eingeschätzt worden zu Anfang? Der Generalbundesanwalt kann sich immer in ein Verfahren einklinken und das Verfahren an sich ziehen. Staatsminister Ulbich hat ja schon darauf hingewiesen, hier in diesem Fall war es die Art des Sprengstoffs, TATP, und die Menge, die gefunden worden ist. Deswegen hat der GBA gestern entschieden, im Laufe des späteren Nachmittags das Verfahren zu übernehmen. Aber zuständig für den Erlass eines Haftbefehls ist zunächst mal der Amtsrichter. Das war ja vor Übernahme durch den GBA, und hier hat die Staatsanwaltschaft Dresden einen Haftbefehlsantrag gestellt. Parallel zu den Fahndungsmaßnahmen gab es quasi schon einen Haftbefehl mit internationaler Ausschreibung, und von Gesetzes wegen ist der Beschuldigte nach Ergreifen dem Richter, eigentlich dem nächsten Richter vorzuführen, und wenn die Möglichkeit besteht, dem zuständigen Richter, dann ist er dem zuständigen Richter vorzuführen, der den Haftbefehl erlassen hat, und das ist der Amtsrichter in Dresden, also der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht. Darf ich noch kurz nachfragen? Zum Zeitpunkt der Festnahme, war der Verdächtige bewaffnet oder wurde Sprengstoff bei ihm gefunden, was er Festnahme heute bleibt? Ich kann eine Bewaffnung kann ich ausschließen. Ich habe gerade gesagt, die kriminaltechnischen Untersuchungen dauern dort noch, und auch zu den Ergebnissen des Gegenstand des Ermittlungsverfahrens. Hofmann, Morgenpost. Hat denn der Mieter aus Chemnitz, hat er bereits Angaben zu den Vorwürfen gemacht? Oder schweigt er? Das zu dem Laufenden, da bitte ich wirklich um Verständnis. Der GBA hat uns nur autorisiert, zu dem Ablauf, zu den Abläufen etwas zu sagen, zu den näheren Erkenntnissen des Ermittlungsverfahrens. Das gehört klassisch zum Ermittlungsverfahren. Und da bitte ich um Verständnis. Der GBA wird heute, ist uns zumindest avisiert, in diesen Minuten ebenfalls eine Pressemitteilung rauszugeben. Und ich gehe davon aus, dass die Öffentlichkeit auch im Zuge des Ermittlungsverfahrens, soweit vertretbar, dann durch den GBA auch informiert wird. Ja. Können Sie schon sagen, wann die Mieter die Wohnung verlassen mussten, im Hackergebiet zurück können, ihre Wohnungen? Das Bundeskriminalamt führt derzeit noch die Tatortarbeit durch. Die Wohnungen sollen auch in gereinigtem Zustand übergeben werden. Das haben wir heute nochmal mit dem Präsident der Polizeidirektion Chemnitz so abgesprochen. Und es ist, meine ich, frühestens morgen mit einer Rückkehr der Bewohner zu rechnen oder möglich. Herr Groß, Mitteldeutschen Rundfunk. Herr Dr. Michaels, können Sie noch mal was zu der Verbindung dieser beiden Landsmänner sagen, zu den Festgenommenen? Also es gibt ja diese Spiegelversion, die hätten sich irgendwo am Bahnhof getroffen, kennengelernt, stimmt das? Oder? Das ist auch Gegenstand der Ermittlungen, wie das Kennverhältnis ist, wie die Umstände waren. Der Kollege hat ja gefragt, welche Situation, wo er ihn erkannt hat. Das werden jetzt die Vernehmungen erbringen, die
werden derzeit noch zeugenschaftlich vernommen, die drei Landsleute. Und ansonsten gilt das Gleiche, was ich jetzt schon zum wiederholten Mal gesagt habe, das ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens. Hätten Sie sich, Herr Rubig, von den Verfassungsschützern schon früher einen Hinweis gewünscht? Sie sind ja offensichtlich seit Mitte September im Fokus gewesen, haben offensichtlich auch eine größere Menge an Sprengstoff schon produziert in dieser Wohnung. Hätten Sie sich da möglicherweise, dass es eben nicht so kurzfristig alles passieren muss, früher Informationen gewünscht? Also aber ich denke, die Schilderung des Sachverhalts hat eigentlich deutlich gemacht, dass es eine sehr kontinuierliche und konsequente Zusammenarbeit gegeben hat. Das, was Herr Dr. Michaelis Ihnen geschildert hat, hat sich ja eigentlich erst in den letzten Stunden so weit konkretisiert, von den ersten vagen Hinweisen hin zu den konkreten Informationen, die letztlich dann zu diesem Terrorverdächtigen, zu dieser Wohnung geführt haben. Da ist ja ein Prozess gelaufen. In diesem Prozess hat es Abstimmung gegeben und die Informationen, die vorgelegen haben, die sind auch entsprechend ausgetauscht worden, nach allem, was ich derzeit weiß. Und was mir berichtet worden ist, gehe ich davon aus, dass es dieser Informationsaustausch gut gelaufen ist und dass auch die Behörden dann entsprechend gehandelt haben. Deswegen hat der Dr. Michaelis ja, ich sag mal, auch diese Konkretisierung der Informationen sehr deutlich beschrieben. Und dann das sofortige Handeln der Polizei bis hin zu diesem Einsatz. Und da hilft es wenig zu spekulieren, wäre es nicht schöner gewesen, damit die Polizei mehr Zeit gehabt hätte. Natürlich im Konjunktiv kann man sowas immer fragen oder in den Raum werfen, aber die Sicherheitsbehörden müssen letztendlich immer aus der Lage herausleben. Die Lage hat sich so ergeben und deshalb können wir wirklich froh sein. Und es macht deutlich, dass die Sicherheitsbehörden in der Lage sind, gemeinsam zu arbeiten und entsprechend auch dafür zu sorgen, dass die Menschen sicher sein können. Beate, bitte. Vielleicht eine Ergänzung, gerade in diesem Fall würde ich die Zusammenarbeit als sehr, sehr gut bezeichnen, von Anfang an. Anwohner in Leipzig wollen beobachtet haben, dass zwei Männer, einer liegend und zusammengeschnürt als Päckchen, liegend abtransportiert worden ist und ein weiterer in Handschellen. Wer war das oder ist das eine falsche Beobachtung? Da kann ich nichts dazu sagen, das weiß ich nicht. Also der Tatverdächtige ist uns in gefesseltem Zustand übergeben worden in der Wohnung und von Polizeikräften übernommen worden. Und das SEK hat ihn dann letztendlich übernommen und in die Polizeidirektion Leipzig verbracht zur erkennungsdienstlichen Behandlung, wo er dann auch tatsächlich identifiziert worden ist. Keine weitere Person dort festgenommen worden? Nein. Also ist mir nicht bekannt, nein. Ich habe eine Frage zum Ablauf, nur zum Verständnis. Also so wie ich es verstanden habe, hatten Sie einen Zugriff außerhalb der Wohnung bekannt. So, dann kommt einer raus, der hat eine typische Körperhaltung, der legen Sie aber nicht fest. Das verstehe ich nicht. Warum gab es dann jemanden, der dann genau auf diese Situation vorbereitet war, wenn das noch im Plan gewesen ist? Und zweitens kann ich nochmal den genauen zeitlichen Ablauf. Wann ist der einfach herausgekommen und dann haben Sie die Wohnungstür aufgeschoben? Ich habe darauf hingewiesen, dass wir nicht wissen, ob es der Alpaka ist. Das ist bis heute nicht geklärt. Die Kollegen hatten den Zugriff in der Wohnung abgebrochen, weil ein unkalkulierbares Risiko bestanden hätte. Darauf habe ich ja hingewiesen. Und haben sich entschlossen, dass der Zugriff außerhalb, aber immer noch verdeckt, das bringt ja nichts, wenn Sie Polizeibeamte vor die Tür stellen, sondern abgesetzt im Freien sollte er festgenommen werden. Und in dieser Situation, als sich die Kräfte zurückgezogen, umgruppiert haben, hat eine männliche Person das Haus verlassen. Die Kräfte standen nicht in unmittelbarer Nähe dieser Person. Es war einige Entfernung zwischen den Kräften, die noch dort waren, und der Person, und haben ihn aus einiger Entfernung angesprochen. Und er hat eben nicht reagiert, ist nicht stehen geblieben, wie er aufgefordert worden ist, und hat auch auf den Warnschuss nicht reagiert. Und dass eine Flucht nicht erfolgreich war, denke ich, das ist jedem einleuchtend, wenn Sie mit selbst die durchtrainierten Kollegen des SEK, wenn Sie mit einer 35 Kilogramm schweren Schutzweste laufen, da haben Sie wenig Chancen. Und es ist auch in anderen Fällen so, dass
Jagdverfolgungsfahrten abgebrochen werden müssen. Aus welchen Gründen auch immer, wenn das Risiko zu groß wird oder wenn der Täter sich einfach, wenn es ihm gelingt, sich abzusetzen. Das ist so. Das ist der Gegenstand des Ermittlungsverfahrens. Das müssen wir jetzt ermitteln. War er überhaupt in dieser Wohnung drin? War er die Person, die das Haus verlassen hat? Das war ganz kurz nach 7 Uhr. Und da ist die Wohnungstür gesprengt worden? Ja, das war gegen 12 Uhr, gegen Mittag, aber die genaue Zeit wird sich im Einsatztagebuch befinden. Da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, aber es war gegen Mittag. Eine Meldung von Karin Schöpfmann. Können Sie denn sagen, auf welche Art und Weise die Polizei den Hinweis erreicht hat, dass zwei Landsleute überwältigt konnten oder Hinweise geben können? Es ist ein Zeuge auf einem Polizeirevier erschienen und hat uns mitgeteilt, dass er den Albaka erkannt habe aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung, die wir durchgeführt haben, und hatte ein Foto von Albaka auf seinem Handy. Wie das entstanden ist, müssen wir auch klären, und hat eben gesagt, dass der Albaka überwältigt, dass seine Mitbewohner den Albaka überwältigt hätten und gefesselt hätten und wir doch bitte in die Wohnung kommen sollten, was wir auch dann unverzüglich getan haben. Herr Brandt, bitte schon mal. Ich glaube, Polizei und Leipzig Südost, aber das wird sich auch im Einsatzfilm finden. Also es ist gerade in der Nähe der Wohnung, wie es hier geht. Bitte? Das ist in der Nähe der Wohnung, wie es hier geht. Darum geht es. Polizei und Leipzig Südost. Südost, Südwest. Vielen Dank. Das soll korrekt sein, ja. Polizei und Leipzig Südwest. Können Sie sagen, wann und genau? Kurz vor Mitternacht. Kurz nach Mitternacht ist er dann festgenommen worden. Okay. Aber dann jetzt nächste Versuch. Mir ist noch was Unklares, die Frage, ob es der Albaka war an dem Samstagmorgen, wenn ich die Fahndungsfotos und wenn der richtige Erinnerung habe, da gab es einen aufregenden Pullover und dann wurde auch gesagt, er sei in diesem Pullover unterwegs. Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Es wurde ja auch bestätigt. Vermutlich, ich habe immer gesagt, vermutlich. Ich verstehe. Noch einmal jetzt zu den Mitbewohnern, zu diesen Landsleuten, die ihn da überwältigt haben. Da gibt man zwei oder drei, die sprachen eben von drei, wie viel waren es jetzt, die da in der Wohnung waren, als er der Polizei übergeben wurde. Also nach meinem Kenntnisstand waren es drei, wovon einer auf das Polizeirevier gegangen ist und zwei waren noch dort vor Ort. Ja, auch ganz kurz zu den Fahndungsfotos. Gibt es irgendeinen Hinweis zu dieser schiefen Kopfhaltung des Rechten? Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Es sind Fotos, die wir bekommen haben, habe ich ja gesagt, von den Diensten. Aber warum der eine schiefe Kopfhaltung hat auf den Fotos, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Kollegin da hinten zwischen den Kameras. Ich hätte eine Frage, ob Sie Angaben zu den Anschlagszielen widerrufen, bestätigen oder konkretisieren können. Thema Anschlagsziele. Also zu den Anschlagszielen kann derzeit nichts gesagt werden. Ich möchte sagen, wir sind froh und die Arbeit hat gezeigt, dass wir wirklich einen bevorstehenden Anschlag verhindert haben. Auf welches Objekt sich dieser Anschlag gerichtet hat, wie die Planung ganz konkret ausgesehen haben, das werden jetzt die Ermittlungen ergeben. Das ist ja gerade auch Gegenstand des Ermittlungsverfahrens, dass wir gucken müssen aus den Asservaten, ob wir das verdichten können in irgendeiner Form. Es gab jetzt schon relativ viele Hinweise auf Berlin, Flughafen etc. Deswegen wollte ich fragen, ob es da, wie gesagt, es hilft aber in der Situation wenig, Spekulationen zu bedienen, sondern ich denke, die Ermittlungsbehörden haben gerade in der letzten Zeit
richtig gehandelt und gut daran getan, dass man immer Informationen auf der Grundlage von gesicherten Erkenntnissen weitergegeben hat. Und an dieser Stelle ist der Sachverhalt wichtig. Anschlag ist verhindert worden, Täter nicht nur identifiziert, sondern hinfest gemacht worden. Und welche Pläne er hatte, worauf es sich gegebenenfalls konkret gerichtet hat, wird jetzt untersucht. Und dann gehe ich davon aus, dass die Öffentlichkeit auch unterrichtet wird. Ich bitte nochmal die Runde, bitte schön. Sie sagten, Sie wollen keine Hinweise geben oder keine Erklärung auf die Hinweisgeber und diese nicht zu gefährden. Welche Gefahren sind das denn? Gibt es möglicherweise Terrornetzwerke, die sich hacken könnten? Oder warum werden so Schlüsse? Also wenn sich die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund verdichten sollten und tatsächlich Beziehungen zum IS bestehen, sind natürlich die Hinweisgeber, denke ich, gefährdet. Und von daher hatte ich einfach um Rücksichtnahme gebeten, dass wir nicht zu offensiv oder dass sie nicht zu offensiv auf die zugehen. Sie sind auch in Deutschland gefährdet. Es ist zumindest nicht auszuschließen. Nicht ausgeschlossen. Gut, dann blicke ich nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Hier noch eine von Beate Wiese. Was ist denn jetzt eigentlich bei dem Mann, der gestern in Gewahrsam genommen worden ist, rausgekommen? Ist er wieder auch auf freiem Fuß wie die beiden anderen? Oder? Jetzt habe ich ja gesagt, die Familie wird betreut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich ein Tatverdacht nicht erhärtet. So, letzter Blick nochmal in die Runde. Vielleicht der Hinweis von mir auch an der Stelle. Wir haben mit der Generalbundesanwaltschaft vereinbart, dass es keine Einzelinterviews jetzt im Nachgang gibt, sondern dass unsere Pressekonferenzen für den Einsatz des über das Wochenende abschließen, dass die künftige Pressearbeit die Kollegen der Generalbundesanwaltschaft übernehmen. Martin Fischer. Ja, noch eine letzte Frage zur Rolle des Landesamtes für Verfassungsschutz. Wann waren Sie denn in diese Beobachtung involviert oder kam für Sie auch der Hinweis erst am Freitag? Das Landesamt für Verfassungsschutz ist schon frühzeitiger in diesen Informationsaustausch eingebunden gewesen. Und das, was für die Zusammenarbeit von Verfassungsschutzbehörden und Polizeibehörden gilt, gilt gleichermaßen natürlich für die Zusammenarbeit der Bundesbehörden und der Landesbehörden. Also diese gute Zusammenarbeit, die gab es von Anfang an und die kann ich nach allem, was mir vorliegt an Informationen, auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Landesamt bestätigen. Das ist noch eine Frage von Bach. Gab es am Wochenende in Chemnitz sonstige Polizeieinsätze, die in irgendeiner Form im Zusammenhang stehen mit diesem Vorgang? Ja, da war ja der Schwerpunkt der Fahndung. Natürlich gab es da jede Menge Polizeieinsätze in Chemnitz. Auch am Busbahnhof zum Beispiel? Wenn es Hinweise gab, dass sich jemand am Busbahnhof aufgehalten hat, der den Täter ähnelt, ist natürlich diese Spur, dieser Hinweis sofort abgeprüft worden. Gab es dort einen Einsatz am Busbahnhof am Wochenende? Das weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es im gesamten Stadtgebiet von Chemnitz Einsätze gegeben hat im Zusammenhang mit diesem Ermittlungsverfahren. Wenn es für Ihre Berichterstattung so wichtig ist, dann würden die Kollegen des LKA dem nochmal nachgehen. Und dann kriegen Sie natürlich eine Information, dass Sie für die freie Presse sachgerecht berichten können. Ja? Also von daher, aber dass der LKA-Präsident jetzt nicht jedes Detail im Stadtgebiet kennen muss, das will ich bloß an der Stelle sagen. Okay. Also wenden Sie sich bitte an Herrn Damhardt. Falk Lange hat noch eine Frage. Genau, nochmal zum Hinweis Aufkommen an sich. Das hat ja dann doch ziemlich Wellen verursacht über das ganze Wochenende. Wie viele Hinweise und dann auch qualifizierte Hinweise haben Sie denn sammeln können über das Wochenende? Also wir haben zwischenzeitlich mehr als 80, aber auch das ist ein dynamischer Prozess. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt wieder an meine Behörde zurückkomme, ist die Zahl vermutlich wieder angewachsen. Von daher, es waren bis dato mehr als 80, aber die Zahl ist eher höher. Ich habe ja auch diesen Prozess im Internet gelobt. Ich will das an der Stelle nochmal deutlich sagen, weil das für mich wirklich Zeichen dafür ist, dass sich die Informationswelten auch verschoben haben. Also der übergroße Anteil an Äußerungen im Internet war geprägt von Hinweisen, war geprägt sicherlich aus der Sorge, aus einer Perspektive. Also das will ich auch nochmal deutlich sagen, wenn man sich das anguckt, wie sozusagen dieser Informationskanal von der Bevölkerung auch genutzt worden ist, dann kann man denjenigen, die da an dieser Stelle
agiert haben, auch nochmal ein Dankeschön sagen, das haben sie wirklich gut und professionell gehandelt. Also ich will jetzt mal zu dem sagen, was da an konkreten Hinweisen gegeben worden ist, unheimlich viel da auch im Internet gelaufen. Martin Fischer. Nochmal zu einem weiteren Vorgehen jetzt mit dem Tatverdächtigen. Wird er heute noch nach Karlsruhe gebracht? Da kann ich nichts dazu sagen. Also wird jetzt der Haftbefehl wird vermutlich erlassen und wird auch Bestand haben, aber ob ihn der GBA dann sofort nach Karlsruhe bringt, das kann ich Ihnen nicht sagen, das ist Sache des GBA. Da setzt jetzt sozusagen auch die Pressearbeit an, der Generalbundesanwaltschaft. So, ich gucke nochmal in die Runde. Gibt es noch Fragen hier drüben? Fabian, für den Deutschen Rundfunk, MDR Sachsen-Spiegel. Wann dürfen denn die Anwohner in Chemnitz wieder zurück? Das haben wir ja schon beantwortet. Voraussichtlich morgen, also das Bundeskriminalamt ist derzeit gerade noch in der Tatortarbeit vor Ort. Die Wohnungen sollen auch in gereinigtem Zustand wieder übergeben werden, so ist die Planung. Und es ist frühestens morgen, nach dem Stand, den ich jetzt weiß, von Herrn Weismann, dem Präsident der PD Chemnitz, ist morgen damit zu rechnen, dass die Bürger zurückkommen in ihre Häuser. Und ca. 80, hatten wir auch schon gesagt, sind noch evakuiert. Noch eine Frage, eine ganz andere Frage. Wie kann es denn sein, dass in einem dieser zwei Tagen ein Besucher auf dem Hauptbahnhof in Leipzig immer einen Zug aussteigen kann, wo doch von mehrfach kontrolliert wurde? Also wie kann das sein? Ich habe nicht gesagt, dass der in Leipzig, dass er mit dem Zug gefahren ist. Nee, aber er wurde ja dort angeblich, vermutlich von dem anderen sozusagen angetroffen. So wurde es ja wirklich. Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlung, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, ob das tatsächlich so ist, wo die sich getroffen haben, ob es nicht vielleicht ein Kennverhältnis gab. Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen, auch wie er nach Leipzig, von Chemnitz nach Leipzig gekommen ist, wenn er denn in Chemnitz war. So, nochmal der Blick. Da die ersten Kollegen aus der CDU das schon angesprochen haben, das Thema Kerndatei, dass da auch insbesondere auch die Geheimdienste einen Zugriff bräuchten, was Asylbewerber und ihre Registrierung angeht. Teilen Sie diese Einschätzung, Herr Ulbich, und werden Sie das Thema forcieren? Ich habe ja in meinem Eingangsstatement gesagt, dass der Informationsaustausch wichtig gewesen ist und dass auch die Basis dafür war, dass letztendlich so erfolgreich zusammengearbeitet wurde. Ob und an welcher Stelle jetzt noch weitere Optimierungspotenziale gesehen werden, das denke ich, muss den Diskussionen noch abgewonnen werden. Wenn wir uns mal anschauen, wie derzeit das Identitätsmanagement stattfindet. Wir haben eine Ersterfassung, wir haben ein Kerndatensystem, wir haben einen Ankunftsnachweis. Also in diesem Bereich ist gerade im letzten halben Jahr durch Gesetzgebung eine ganze Menge gemacht, dass also Informationen in ein solches Kerndatensystem gebracht werden, dass also Mehrfachidentitäten ausgeschlossen werden, all diese Sachen. Und vor diesem Hintergrund muss man jetzt genau schauen, dass der Verfassungsschutz die notwendigen Informationen braucht. Das haben wir gesehen, als Bestandteil der Sicherheitsarchitektur. Und vor diesem Hintergrund ist es notwendig, auch an die Informationen ranzukommen, die notwendig sind, um solche Arbeit zu tun. Unabhängig davon, das will ich dann auch nochmal vor der versammelten Presselandschaft erklären, dass auf der anderen Seite kein Generalverdacht entstehen muss. Man muss ja bei diesem Thema immer wieder das Spannungsverhältnis sehen und sagen, auf der einen Seite ist es wichtig, hochprofessionelle Arbeit zu leisten und den Behörden die Informationen zukommen zu lassen, die notwendig sind. Auf der anderen Seite darf jetzt nicht die Botschaft ins Land, dass jeder, der hier bei uns Zuflucht sucht, in diese Kategorie eingeordnet werden sollte, sondern muss eher davon ausgehen, dass der übergroße Teil auch rechtskonform ist. Und in diesem Spannungsfeld muss A, die Diskussion erfolgen und jetzt auch das, was notwendig ist, um gegebenenfalls Gesetzesanpassung vorzunehmen. Nur ganz kurz zum Verweis von Missverständnissen. Sie haben im Prinzip nur einen Anruf aus Leipzig bekommen von den Landsleuten. Die ganze Hauptbahnhofgeschichte ist noch gar nicht geklärt. Dass er die angesprochen hat, dass er eine Übernachtung suchte, das weiß man nicht. Sie wissen nur, dass Sie einen Anruf von den Syrern hatten, die ihn festgestellt. Es war ein Syrer, ist auf dem Polizeirevier erschienen und hat gesagt, dass der gesuchte Al-Bakr gefesselt
von seinen Landsleuten, dass ich zu Hause übernommen werden kann. Und alles Weitere ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens. Also wie, wo die sich getroffen haben, wie lange sie sich kennen, ob das der erste Kontakt war und. Das müssen jetzt die Ermittlungen erklären. Ingo Groß hatte meine Frage. Nochmal zum Thema Informationsaustausch. Es war heute zu hören, die hinweisgebenden Bundesbehörden wiederum hätten ihre Informationen von ausländischen Quellen oder Diensten bekommen. Können Sie da etwas dazu sagen? Unser Ansprechpartner ist hier das BfV und auch der Bundesnachrichtendienst, aber unser erster Ansprechpartner ist BfV bzw. LfV, die den Kontakt zu den Geheimdiensten auf Bundesebene pflegen. War nicht die Frage, können Sie was dazu sagen, wo die auch diese Gerüchte stimmen, dass die Informationen von ausländischen Diensten bekommen haben? Wir können über den Kontakt zum BfV hinaus keine Informationen geben. Wir sind sozusagen beim BfV im Informationsverbund angebunden